Hey, oh Leute! Ja, wir haben hier gerade die Übersicht. Erster Platz, durchschnittlich letzter Platz. Person, 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 keine Ahnung. Bevölkerung, Rang 2 sind wir momentan. Land 1, Soldaten 2, Zustimmung 5. Das ist auch geil. Alphabetisierung 1. Aber ich denke mal, da wird sich noch schnell ändern. Das ist hier, damit ihr mal wisst. Das wird am Anfang jetzt hier mal angezeigt, die Demografie. Wie gut wir momentan dastehen bei mir im Start einer Runde. Und damit hallo oder hey ho und herzlich willkommen zurück zu Civilization 5, unserem Projekt. Gemeinsam gehen wir durch die Welt und versuchen mit Katharina aus Russland zu erobern. Genauso werdet ihr das hier am Anfang sehen. Wir haben hier natürlich das Lager, befinden unsere Kriegseinheiten hier. Und Moskau ist jetzt hier, natürlich noch mit Größe 1. Haben hier noch ein Lager im Sumpf. Und hier haben wir Seide, genauso wie hier. Und hier haben wir Viehzucht, Pelze. Ich denke mal, andere Saera bringen auch andere Sachen hier zum Vorschein. Das war es nämlich, gab es nämlich auch schon mal Elfenbein. Und so kann man zum Beispiel Uran erst später entdecken. Gut, aber das dazu. Wir werden hier mit unseren Kriegseinheiten, die wir haben, doch verschieben und in die nächste Runde erstmal starten. Denn das ist jetzt gerade eher unideal anzugreifen. Eine eurer Kampfeinheiten ist in der Nähe einer feindlichen Einheit. Wie funktioniert Kampf? Können wir uns mal erklären. Oder Kämpfe entstehen zwischen zwei politischen Gebilden, die sich miteinander im Krieg befinden. Eine Zivilisation kann sich mit einer anderen Zivilisation oder einem Stadtstaat im Krieg befinden. Barbaren liegen immer im Krieg mit allen Zivilisationen und Stadtstaaten. Es gibt drei grundlegende Arten von Kampfes: Nahkampf, Fernkampf und Luftkampf. Die beiden ersten gibt es fast im ganzen Spiel hindurch, während letzteres erst vorkommt, wenn man Luftfahrt entwickelt. Da es erst so spät im Spiel vorkommt, müsst ihr euch zu Beginn noch nicht mit Luftkampf vertraut machen. Fortbewegung im Kampf. Wenn modifiziert, okay. Angriffsbefehle. Ich denke mal, das werden wir erst später machen. Aber ich sehe hier keine Perspektive, dass wir es schaffen. Deswegen danke erstmal. Und haben wir hier Grafikbugs? Hä? Hier seht ihr die Kante auch hier. Ein bisschen sehr merkwürdig. Okay, so, wir gehen mal runter. Und damit haben wir auch die Runde schon wieder vergeigt. Ja, vergeigt haben wir nicht, aber zu Ende ist es. So, das war's dann erstmal wieder. Wir starten zur nächsten Runde. Tierzucht brauchen wir nur 5 Runden. Jetzt wird es langsam interessant mit Monumentar und Bevölkerung, weil wir starten die nächste Runde. Jetzt bleibt nur noch eine einzige Runde übrig. Und dann können wir das bekommen. Gut, lebender Fluss. Wir gehen mal hier runter. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das? Ist das eine Grenze von einem Gegner? Haben wir so nah einen Gegner? Das würde mich eher unstimmig finden. Gut, machen wir nächste Runde. Bitte warten. Ja. Unsere An Hauptstadt die hat eine Bauprojekt. Einheit ausgebildet. Danke. Okay. Was haben wir hier? So, ein Bürger hinzubekommen. Moskau, das ist schön. In 12 Runden hat es erst die nächsten Bürger. Und deswegen. Weil eben Basis 6 plus 4 verzehrt von Bürgern. Weil das so ist, werde ich mal sagen, Produktion wählen. Weil wir noch keine Forschung haben, wenn wir. Bautrupp. Eure Wirtschaftsberater empfiehlt, dieses hier zu bauen. Euer Militär. Bautrupp. Verbesserte Nahrungsproduktion und Gold, indem sie Modernisierung auf den Geländerfeldern der Städten erbaut. Wäre vielleicht ganz interessant. Wenn nicht, haben wir noch den Speer. Die Züge 2, Stärke 4. Die können wir relativ früh bekommen. Nicht verlangsamt durch unwegsames Gelände. Ich werde mir mal wagen, den Speer auszubilden. Einfach damit wir mehr erforschen. Zurück zur Karte. Mit Gold können wir vielleicht dann noch andere Sachen. Oder können wir den schon kaufen? Ich sehe es gar nicht. Ah, hier sehen wir, wie viel Gold das ist. Speer 140, Siedler 500. Mal gucken. Okay, dann machen wir das erstmal so. Moskau 9 an Verteidigung oder was? Gut. Ihr. Lauft mal hier runter.
Oha. Stadtstaaten sind kleine Länder, die nicht um den Sieg kämpfen. Ihr könnt diplomatische Beziehungen zu ihnen aufbauen oder gegen sie in den Krieg ziehen. Hier, von Ilesa. Ihr habt den Stadtstaat Ilesa getroffen. Ihr seid die erste große Großmacht, die auf die sie treffen. Daher schenken sie ihnen euch 30 Gold. Für eine erneute Kommunikation mit Ilesa bitte ich, in die Stadt anzuklicken. Eigenschaft, kultiviert, Persönlichkeit neutral, verbündet mit niemandem. Ressourcen, Perlen in der Nähe. Das ist interessant. Ah so, Stadtstaat. Gut, dann lassen wir die erstmal in Ruhe mit Ilesa. Verteidigung, okay, die sind noch nicht so groß wie wir, aber wir werden, ich weiß nicht, ob wir durch feindliches Gebiet bei denen hingehen können. Ich würde sonst hier lang gehen oder hier runter. Müssen wir mal schauen. Aber wenn wir 30 Gold bekommen, das ist auf jeden Fall super. Hier haben wir auch Wasser auch, wa? Kann sein, dass der Kontinent hier schon wieder zu Ende ist. Das wäre, oder wir haben ja mehr Insel als ein Kontinent. Vielleicht wird hier oben noch was erforscht. Deswegen brauche ich unbedingt den Speer, damit wir mehr auf der Karte erforschen können. Wir haben hier noch, es gibt eine Bewegung im Stadtrat, Leser, als Begegnung im Stadtrat. Stadtmauer Moskau, ein Bewohner, hatten wir doch letztes Mal schon bekommen. Danke für die Info. Rund um die Stadt um mehr, was? Neue Bürger bewirtschaften automatisch das Land rund um die Stadt, um mehr Nahrung zu produzieren. Oder Gold. Gut, wir produzieren viel Gold in der Runde. Da würde ich nochmal kurz auf Moskau gehen. Und allgemeine, warum produzieren wir nur 4? Weil wir irgendwelche Abgaben haben. Nee, 5 insgesamt, plus 5. Keine Ahnung, wieso wir da so schlecht dastehen. Aber in 2 Runden haben wir eine Grenzausdehnung. Das wird auch nochmal interessant. Wir gehen zurück zur Karte. Und werden die Runde beenden, weil wir eh nichts weitermachen können. Ich glaube, es führt hier langsam zu einer Sackgasse, wenn wir hier runtergehen. Ich bitte um Verzeihung. Wie kommuniziert man mit denen? Müsst ihr erstmal... Also, um einen Stadtstaat zu kommunizieren, müsst ihr erstmal einmal finden. Wenn ihr eine eurer Einheiten auf den Stadtstaat trifft, wird er euch verraten, welchen Typ er angehört und euch oft Gold schenken. Wieder einen guten Grund, die Welt zu erforschen. Nach dem Kennenlernen kann es sein, dass der Stadtstaat sich von Zeit zu Zeit meldet und euch bittet, eine Mission auszuführen. Wenn ihr den Stadtstaat kontaktieren möchtet, könnt ihr dazu das Diplomatie-Menü verwenden und einfach Stadt klicken. Diplomatie-Menü war doch... Danke. Dann... Diplomatie-Menü. Diplomatie. Mit denen. Gold schicken, Einheiten schicken, Krieg erklären. Achso, das war das hier. Was ist eure Anfrage? Sie verschwinden in 3 Runden eintreffen. Einfluss. Aha, wir könnten die dadurch mal verstärken. Vielleicht haben wir dann später einen Verbündeten. Müssen wir mal schauen. Aber momentan halte ich mich lieber neutral mit dem. Das ist vielleicht dann am besten. Gut, wir fangen die nächste Runde an. Eine Einheiten benötigen auch Befehle. Stimmt. Jetzt die Frage. Ziehen wir hier runter? Da haben wir nämlich gleich 2 Punkte. Hier scheint wirklich Ende im Gelände zu sein. Ha! Welch Wortwitz. Wir können jetzt entweder, ich würde sogar sagen, wir gehen hier rüber. Der Speer kann hier oben mal erforschen. Wir ziehen nochmal hier rüber und gucken mit dem Barbarenvolk, wie das aussieht. Okay. Dann erstmal Runde beendet und dann haben wir schon die Tierzucht, müssen wir erforscht haben. So. Bitte warten. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Aus der Bibel deutet. Theronium 25.4 ermöglicht den Bautrupps zu errichten von Weiden bei Kühen und Schafen. Zeigt außerdem Pferden, mit denen mächtig beritten. Das jetzt zeigt ziemlich Sachen an. Jetzt werden nämlich Pferde gezeigt. Und jetzt haben wir Vieh auch als Möglichkeit. Okay. Und haben Nahrung plus 3. Verzehr von Bürgern. Das heißt, wir bekommen bald wieder neue Nahrung. Wir können jetzt auch die Produktion ändern. Leider nicht möglich. Ich denke mal, dafür brauchen wir wirklich so einen Bautrupp, damit wir das machen können. Und Wirtschaftsberater werden wir auch später machen. Als nächstes werden die Felder hier
8 Runden werden wir die bekommen. Zur Grenzerweiterung. Gehen wir zurück zur Karte. Aber vielen Dank für die Info. Gut, wir müssen. Können wir durch das Lände laufen? Ja, aber haben. Eindringlinge. Ihr wollt das vielleicht in Betracht ziehen. Eindringlinge suchen? Also. Weil ja, was erforschen wir auch als nächstes? War jetzt ein bisschen blöd. So, wir machen den Fallensteller. 13 Runden braucht das. Okay. Das empfiehlt mir irgendjemand. Das Rad wäre auch eine gute Erforschung. Oder wir machen Bergbau, was nur 9 Runden dauern würde. Technologiebaum öffnen. Ich weiß es nicht. Machen wir jetzt schon den Fallsteller. Öffentliche Führung zu öffentlicher Verwaltung. Bronzeverarbeitung. Ich bin mir da nicht so sicher. Siegelkalenderschrift. Schrift ist auch immer sehr gut. Wir machen Bergbau. 8, 9 Runden und dann hoffen wir, dass wir bald was bekommen. Vielleicht bekommen wir dann die Möglichkeit, was zu machen. Nächste Runde. Oha, wir haben leicht einen negativen Ruf bekommen bei denen. Wir gehen mal raus hier. Ich will gar nicht erst angreifen. Sorry. Zornig. Schicken wir ihnen Gold, damit es wieder besser wird. Ich guck mal, wie es nächste Runde aussieht. Pferde haben sie übrigens 4. Wir können noch mal auf die Übersicht gucken. Pferde, haben wir irgendwo Pferde noch als Angebot? Lager, Sumpf. Pferde sind wir erstmal sonst weiter nichts. Gut, war vielleicht nicht die idealste Variante, so zu machen, aber wird der Einfluss verringert. Gucken wir mal, wie der Einfluss sonst sich ausartet. Gut. Gut, wir haben jetzt 3520. Moskau wird in 6 Runden nochmal größer werden und in 2 Runden bekommt sie den Speer. Machen wir die nächste Runde. Und jetzt wird es mich mal interessieren. Fällt es oder... es bleibt leider so. Und das ist ein bisschen... Gut, ich gehe hier unten hin. Eine Runde noch bis zum Speer. Bergbau 7 Runden. Machen wir die nächste Runde. Ich gucke mal mit F10, wie sieht es da aus? Ach nee, wir haben ja... Eure Sozialpolitik, wir hatten mit F9 hatten wir die Taste gehabt. Da will ich jetzt aber nicht drücken. Zusätzliche Informationen. Siegesfortschritt. Nein, das nicht. Wir gucken nochmal. Militärübersicht. Danke. Ne, war doch das falsche. Schließen. Technologiebaum. Das ist ja auch mal interessant. Ich bitte um Verzeihung. Danke. Hier können wir auf jeden Fall gut gucken, wie es weitergeht. Segeln führt zu Optik. Fisch und Perlen können da erforscht werden. Das kann nämlich auch sehr gut sein, dass wir das machen. Und ich will gar nicht so weit schauen, denn das könnte vielleicht zu viel erraten. Könnten wir vielleicht zu viel im Voraus nehmen, was ich gar nicht will. Dann wird man das sowas hier oben, so ein Dreieck. Gut, wir könnten die noch Gold schenken, wie gesagt, damit wir das wieder einigermaßen Einfluss bekommen. Ich denke mal, sie sind bloß ein bisschen zornig. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie hin. Gut, nächste Runde. Jetzt müssten wir einen Speer bekommen, oder? Bitte warten. So. Speer. Wählen wir mal aus. Und der geht gleich mal hier lang. Zack. Dann natürlich Produktion brauchen wir. Um eine neue Sozialpolitik einzuführen. So. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Okay. Aristokratie, Legalismus, Monarchie, Großbürgertum. Okay, jetzt können wir hier was machen. Ehre. Führt zu Kriegskodex, Berufsarmee. Unabhängigkeit. Beschleunigt Ausbau von Siedlern um 50% Hauptstadt. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Und Pro-Siedler-Produktion bietet kostenlos Kulturgebäude in euren ersten 4 Städten. Nein. Wachstum um 2% in der Hauptstadt. Großgrundbesitzer. Die sind alle noch gesperrt.
Okay. Was haben wir noch hier? Produktion erhöht. Kriegskodex, das ist für mich erstmal gar nichts. Tradition, Produktion bei Bauwundern. Machen wir das? Können wir gleich Grundbesitz machen? Nee. Bietet kostenlos Kulturgebäude in euren ersten 4 Städten. Legalismus. Ich mache Aristokratie. Nee, Bau von Wundern brauche ich gar nicht. Ah, stationäre Einheiten könnten keinen Oster. Bietet kostenlosen Kultur. Weil das hier interessant ist. Großgrundbesitzer. Was bringt mir das hier? Ah, ich will sich noch mehr. Tradition beschleunigt die Grenzerweiterung der Städte auch sehr gut. In der Hauptstadt, bei Übernahme aller Politiken im traditionellen Zweig, wird jeder Stadt plus 15% Wachstum plus 2 gewährt. Dieser Zweig kann freigeschaltet werden. Hier klicken. Rationalismus aktiviert werden. Frömmigkeit. Zeitalter Klassik. Wirtschaft, okay. Was bekommen wir hier? Führt Kampfbonus ein. Okay, Leute. Das wollen wir gar nicht. Erstmal gar nicht. Unabhängigkeit bringt plus 1 Kultur für die Stadt. Würde relativ schnell machen. Und bietet nochmal zusätzlich. Ich mache das hier erstmal. Dann kann ich auch schneller Kultur erforschen, weil wir ja eh nur eine Stadt haben. Wir machen mal da die Tradition. Sollen Sie die Sozialpolitik wirklich einführen? Ja, machen wir erstmal. So. Okay, und dann schließen wir das mal. Und da müsste mal gucken, wie sieht es denn aus bei Moskau? Bitte Nahrung. Plus 3. Ich dachte, ein bisschen anders wäre es jetzt. Aber gut, vielleicht nächste Runde oder auch. Habe ich mich verstanden? Produktion wählen natürlich. Bautrupp. Kauf. 310. Haben wir leider nicht so viel. Dann machen wir den Bautrupp. So. Der kann uns bestimmt weiter dabei behilflich sein, das zu erweitern. Dass wir mehr Ressourcen und Nahrung und sowas alles bekommen. Gut, Leute, aber die Zeit ist vorbei. Ich weiß, meine Krieger haben noch Wege, Möglichkeiten, was zu machen. Wir werden dann weiter nach Westen ziehen und erkunden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.